zurück in fernen Galaxien. Obwohl, nee, ist unsere Galaxie. Ich weiß jetzt nicht, wohin du wolltest, aber hallo und herzlich willkommen zur fünften Ausgabe. Hätte ja sein können, dass du das irgendwie aufnimmst und daraus was machst. Ich jedenfalls wusste nicht, wohin ich damit will. Ich kann auch nicht aus jedem Knochen... Mach was draus. Egal. Okay, willkommen zurück bei Master of Orion 2. Eine Woche ist vergangen und wir haben immer noch minus ein Essen. Das kann nicht gut sein. Das gefällt mir nicht. Nein. Bevor du jetzt hier nochmal die Bevölkerung umschichtest, ja, jetzt hast du wieder einen Überschuss von zwei. Bevor du das machst und wieder den Planeten verlässt, wie du es gerade getan hast, könntest du ja auch auf Remastered. Ach nee, da könntest du nicht noch einen weiteren Farmer einstellen. Wir haben erst zwei, okay. Und die bauen jetzt die Kaserne und dann erst Wohnungsbau. Dann die Farm, dann Wohnungsbau. Mhm. Oder wäre es vielleicht klug, erst Wohnungsbau zu machen jetzt, wo wir jetzt die Nahrung bekommen von außerhalb? Es geht. Also ich würde schon gucken, so früh wie möglich hier die nötigen Sachen tatsächlich auch zu bauen. Und dazu gehört auch das Forschungslabor. Ich denke mir aber nur, je eher, wenn ich jetzt Wohnungsbau ein bisschen mache, kriegen wir halt mehr Leute und vielleicht ist es dann schneller. Wobei mir einfällt, hast du das Forschungslabor überhaupt schon auf Ursa eingestellt? Nein. Das ist, glaube ich, auch wichtiger als dann der Wohnungsbau. Ja, mache ich doch mal. Sag ich jetzt einfach mal. Ja. Weil automatisierte Forschung ist geil. Ich glaube, ich mache hier ernsthaft erst Wohnungsbau. Ein paar Runden. Wie gesagt, das ist eine endlos Produktion. Ich weiß, ja, ein paar Runden einfach nur. Ja, dass ich zwei Bewohner mehr habe und dann wird sich die Zeit hier so verkürzen. Ich denke, das bringt was. Da sagst du jetzt, jetzt hast du den Wohnungsbau wieder gemischt. Ach, dammit. Ja, dann lies halt die Meldung. Ja, richtig. Ich dachte, wenn ich auf Yes drücke, ist alles gut. So. Ich würde dir vorschlagen, mal in den Koloniebildschirm noch wieder zu gehen. Du siehst, alter Mann, trifft die Taste nicht. Du siehst unten rechts, du hast jetzt im Moment Nahrung plus eins, weil in Ursa, weil es ein terranischer Planet ist, einfach jeder Bauer zwei produziert. Mhm. Okay. Auf Remastered allerdings produziert jeder nur einen. Das heißt, wenn du den Farmer jetzt wegnimmst, dann hast du, unten rechts siehst du es, plus minus null bei Nahrung. Das heißt, den kannst du dann jetzt eben dafür abstellen und deine Frachter erledigen das Nötige für Remastered. Wunderbar. Aber jetzt baue ich natürlich Wohnungen. Das heißt, dann werde ich Leute erschaffen, die dann wiederum... Aber ist ja auch okay. Ich turne jetzt mal weiter. Oh, da sind die Jägerbuchten. Ich raste aus. Habe ich noch nie irgendwo eingebaut, aber du kannst es dann ja versuchen. Du wirst sehen, dass diese Jägerbuchten ein wichtiger Bestandteil meines Genozidplans sind. Der ist und ich sage das schon mit Stolz. Der ist natürlich schon haarklein und bevor du das Spiel überhaupt kennst, ist dieser Plan schon entwickelt. Der ist da. Ja. Und jetzt, der ist in der Luft, ich muss ihn nur noch formen. Jetzt hättest du eben die Möglichkeit, die automatisierten Fabriken zu entwickeln. Du könntest natürlich aber auch, wenn du willst, irgendwas anderes machen. Nein, das ist die Fabriken scheinen mir schon sinnvoll. Die baue ich jetzt auch. Ich hab ja auch einfach ein Volk von Kriegern. Mhm. Die haben doch gar keinen Bock. Den ganzen Tag, jeden Morgen, 8 Uhr Fließband, 20 Uhr nach Hause. Hallo, du bist... Kein Bock mehr auf gar nichts. Du bist Diktator, du sagst denen, worauf sie Bock zu sagen, zu haben. Guck mal, Jakob. Mein Gott, du weißt, was ich sagen wollte. Das unterscheidet uns beide. Ja. Du verstehst Diktator nur als was Negatives. Ich bin Diktator... Mit Empathie, mit Herz. Ich weiß doch, was die Leute wollen. Ich weiß es noch, bevor sie es selber wissen. Und das zeichnet einen guten Diktator aus. Du bist wie Uli Hoeneß, ein Schlitzohr mit Herz. Ja. Okay. Nur, dass ich niemals mich selbst anzeigen würde. Achso, ich dachte, Bratwürste produzieren würde. Und Bratwürste produzieren würde. Ja. Niemals. Es sind ja schon 3 Jahre vergangen übrigens, fast 4. Ich glaube 39. Ach, ich habe das jetzt so verstanden, dass es hier Monate sind oder so. Oder so ein Zehntel von einem Jahr. Nee, ich glaube tatsächlich, ein Zug ist tatsächlich die Nachkommastelle. Ah, okay. Ja gut, aber es kann trotzdem sein, dass das ein Jahr ist. Das kann natürlich doch sein, ja. Egal. Ich wollte jetzt hier, was haben wir jetzt gerade? Jägerbuchten. Jetzt erforschen wir das andere. Ich gehe jetzt mal auf Remastered, denn da sollten ja hoffentlich neue Bewohner... Ach, was soll das? Wohnungsbau hier... Noch nicht. Naja. Ja gut. Und dann lass es halt erstmal dabei. Du wolltest das doch 5 Züge lang machen oder so. Ja, aber ich wusste jetzt nicht, wie viele Züge vergangen sind. Oh, doch, einige. Na gut. Eine neue Bekanntschaft oder nein?
Ist nicht unser Bruder, aber Gegner sind sie auch nicht. Lass uns einen Nicht-Angriffspass unterzeichnen, um die Furcht zu bannen. Okay. Läuft. Guck mal, wie freundlich die sind. Ja, das... Die wirst du hinterher sowas von backstabben, das sage ich dir. Das wird... Ich kann das ja respektieren. Ich habe schon angekündigt, es wird ein ehrenhafter Untergang sein. Fein. So, jetzt aber nochmal den Blick werfen nach Remastered. Ach, guck mal. Da haben wir jetzt einen Bauern. Mhm. Wir haben gerade Nahrungsüberschuss von 0. Wenn ich den jetzt wegnehme, haben wir minus 1. Ja, super. Also machen wir jetzt hier noch weiter Wohnungsbau. Klar. Du kannst natürlich aber auch so umschichten, dass Remastered umso mehr produziert und die Frachter dann wieder den Nahrungstransport übernehmen. Ja. Wer weiß, ob das gut ist. So. Jetzt dann doch erstmal die Infanterie. Ja, die braucht jetzt noch 10 Tage und nicht 30. Seitdem sind Tage. Eben waren es noch Monate, dann Spielzüge. Vorher waren es Jahre. Spielzüge. Ja. Was natürlich vielleicht deswegen nicht ganz so beeindruckend ist, weil ich ja seitdem wahrscheinlich schon 15 Spielzüge verbracht habe. Aber egal. Ja, es sind tatsächlich ein paar mehr geworden als gewollt. Wobei, wir waren aber vorher noch bei 30, 29. Das heißt, wir haben jetzt hier überholt. Wir haben tatsächlich Zeit rausgeholt. Ja, dadurch, dass die Bevölkerung jetzt größer ist. Ja, das war ja mein Plan. Gut. Hallo, ich habe hier alles richtig gemacht, würde ich sagen. Ich glaube auch. Direktor Emo. Komisch, sieht gar nicht danach aus. Er kann aus 10 Augen gleichzeitig weinen. Aber guck, er ist Wissenschaftsleiter. Das heißt, er erhöht die wissenschaftliche Produktion eines Planeten um 20%. 60 Millionen klingt viel, aber ich habe mittlerweile schon 540 angesammelt. Mhm. Ist das ein guter Deal? Ich würde schon sagen. Dann, ich kann ihn ja auch rausschmeißen, wenn ich will, ne? Ja, selbstverständlich. Kannst dann schmeiße ich ihn raus. Im Moment haben wir 13. Mhm. Verdienen wir. Mhm. So. Jetzt immer noch. Weil er noch nirgendwo hin abgesondert wurde. Das heißt, wenn du da auf Colony Leaders wieder gehst, dann kannst du... Ja, ich möchte ihn ja auf Ursa haben. Genau. Ja, genau. Das heißt, da ist er jetzt stationiert. Wie viel hatten wir eben? 13. Und jetzt haben wir... 14. Ja, aber weil wir 20%. Das macht sich ja, je weiter wir kommen, immer stärker bemerkbar. Ja. Ja. Ich kann damit sehr gut leben. Es gefällt mir. Übrigens, ne, wenn du irgendwie ein Forschungslabor hast oder später noch andere Erfindungen und so, also das wird dann nicht noch, da werden die 20% nicht noch draufgeschlagen. Okay. Ja. Der Typ kostet jetzt aber einen Credit, 1 Million Credit pro Spielzug. Ja. Das ist ja ein guter Deal. Das kannst du im Moment ganz gut verschmerzen. Ja. Hast plus 13 plus, pro Spielzug im Moment. Dann turn ich jetzt mal weiter. Ja. Oh, ja, wunderbar. Boah, sowas kann man dann halt zur Kenntnis nehmen und dann einfach weiterklicken. Ja, ich kann noch... Muss man aber nicht. Das Ding ist jetzt auch gebaut, ne? Ich will mal kurz jetzt auf den Planeten gehen, um nur zu gucken, ob die Moral besser ist. Ja, das Moral Minus, da waren ja vorher diese zwei traurigen Masken, das ist jetzt beseitigt. Und du siehst, unten links hast du dort auch schon einen Bulrati mit Gewehr stehen, der dann eben... Werden die automatisch... darüber wacht. Also ist das eigentlich auch ein Bevölkerungsmitglied? Nee, das ist, das geht so ein bisschen neben der Bevölkerung her. Du verlierst dadurch nichts, das ist okay. Das macht's ja auch einfacher. Ja, eben. Die Sternbasis bauen würde mir was helfen, weil dann könnte, wenn jetzt fremde Leute mich angreifen würden, würde die mich mit verteidigen hier. Genau. Aber das brauche ich jetzt noch nicht. Nö. Gut, die Farm baue ich ja gerade und das Forschungslabor wird sich hier wahrscheinlich auch anbieten dann. Das bietet sich überall an. Okay. Dann klicken wir jetzt vielleicht noch mal kurz auf Ursa 1 rein, aber hier sind wir damit gleich fertig, das auch. Mhm. Schön. Übrigens, wenn du da rechts von dem, was da gerade produziert wird, guckst, da wäre sogar ein Button, wo du dann die Produktion beschleunigen kannst, sprich, du könntest dann die Fertigstellung kaufen. Das kostet natürlich Geld. Das ist wahrscheinlich in Kriegszeiten oder in Krisenzeiten relativ gut. Ja, sicher. Das kann man dann schon mal wirklich machen, wenn man dann so wirklich sehnlichst auf sein nächstes Kriegsschiff wartet oder sowas. Okay. Ah, Nahrung sollte ich hier lassen, sonst habe ich ein Minus. Gut, dann turnen wir mal weiter. Galaktische Nachrichten. Geil. Darf ich klicken? Ja. Was? Lies mal vor. Das stimmt doch gar nicht. Gestellt? Ich hab doch... Wieso das denn? Das ist doch eine Lüge. Ein Diplomat meines Imperiums soll meinen lieben
Käferfreunden ein Attentat geplant haben. Ich glaube, das sind mehr so Vogelsaurier-mäßige oder so. Ja. Davon abgesehen, das sind eben diese random Events, die wir damals vor 5 Wochen oder sowas eingestellt haben. Fuck. Ja. Sowas kann aber auch dir zugutekommen. In diesem Fall war es jetzt aber nicht so. Ich finde diese Nachrichtensendung zu geil. Aber wir sehen es hier. Es scheint sie nicht so. Ja, also es mag ein bisschen gelitten haben, aber eben noch nicht so sehr. Du könntest ihnen im Gegenteil sogar auch mal einen Forschungsvertrag anbieten. Es sei denn, er möchte jetzt wegen dieser Verschlechterung gerade nicht mit dir reden. Doch, will er. Ja, Fick-Ex, wir nehmen an. Oh, yes. Ja, und genauso könntest du auch den Daloks mal einen Handelsvertrag anbieten. Weil der war ja auch froh und glücklich darüber, dass der Forschungsvertrag so gut läuft. Ah, leider nicht. Ja. Der haben auch schon so eine ganz dunkle, böse Musik. Da fühle ich mich auch unwohl, fühle ich mich gar nicht willkommen bei denen. Ja, zu Recht. Die sind fiese Möb. Wir haben Leute arbeitslos gemacht. Du hast gerade einen sehr wichtigen Schritt. Ja, egal. Weggemacht? Nein, erreicht. Erreicht, ja. Ich wollte gerade sagen, ich hätte doch schon nicht wieder was weggeklickt. Nö, alles gut. Ja, kannst dich ja mal umgucken. Ja, so langsam wird es ja hier spannend. Ich sollte jetzt erstmal vielleicht nochmal diese Bereiche hier ausbauen, die ein bisschen weniger kosten. Mhm. Das hier ist wahrscheinlich Verschwendung, weil ich habe noch gar keine Schiffe. Möchte mich aber langsam an den Ausbau meiner Armee machen. Mhm. Wollte ich jetzt schon mal ankündigen. Mhm. Ich werde jetzt natürlich auf beiden Kolonien meine Dinge ausbauen, Forschungslabor und Fabriken. Mhm. Wenn das durch ist, werde ich schon mal Kriegsschiffe bauen und natürlich auch ein Kolonieschiff, um mich weiter zu expandieren. Mhm. Werde dann aber den ersten Angriff auf diese Daloks fahren. Mhm. Man denkt jetzt erst, Jan, bist du verrückt? Nein. Die rechnen nicht damit und die werden garantiert dich noch nicht ausgebaut haben. Denn dein zweiter Vorname ist Grand Scheme. Ah nee, dein dritter. Ja, mein zweiter ist Fick-Ex. Weißt du doch. Für den Ausbau von Schiffen hast du da eben sehr viele Möglichkeiten. Das hier zum Beispiel ist eine Sache, die ich grundsätzlich erforsche und überall baue, weil das einfach die Bevölkerungszahl sehr viel schneller hochtreibt. Das ist eine biologische Waffe, deren Gebrauch dich bei allen Leuten diplomatisch komplett unter aller Kanone stellt. ja. Chemical Warfare. Ja, genau sowas. Macht sich immer gut auf Konferenzen. Mhm. Okay, ja, das ist jetzt mit dem Klonzentrum erstmal auch immer noch sinnvoll gewesen. Wenn du dann in Richtung Schiffe gehen willst, dann kannst du was anderes. Mein Koloniezentrum ist fertig, mein Stützpunkt. Das heißt, ich kann jetzt in meiner Galaxie, in meiner Ursprungsgalaxie, den zweiten Planeten hier jetzt bevölkern. Sternsystem. Ja, es tut mir leid, in meinem Sternsystem, Ursa-System. Krieg mal deine Facts straight. Ja, es tut mir so leid, es ist so okay, kompliziert. Okay, genau. Ja. Da könntest du das jetzt machen, beziehungsweise da solltest du das auch machen. Ja gut, wir haben da ein Bevölkerungsmaximum von 4, was jetzt nicht so riesig ist, aber es kann immer halt beitragen. Ja, der erste tatsächlich unfruchtbare Planet, auf dem wir siedeln, und da sehen wir auch schon keine Landwirtschaft. Deswegen baue ich diese Farmen. Ja, auch wichtig. Genau. Eigentlich alles wichtig. Ja, machen wir auch erstmal das hier und dann gucken wir mal weiter. Genau. Jetzt müssen wir schauen, ob wir genug zu fressen haben. Was wir nicht haben. Nicht. Ich habe gerade gesehen, der Emo war da zu sehen. Emo ist also für alle Planeten da zuständig. Ja, genau, für das ganze Sternensystem. Cool. Dann sorgen wir jetzt erstmal mal dafür, dass wir mehr zu essen haben. Das machen wir zum Beispiel, indem wir Wir könnten vielleicht Remastered bitten, für sich selber zu sorgen, so ein bisschen mehr. Ja, dann produzieren könntest wir ein du bisschen nämlich, über. Ja, dann könntest du halt einen aus Ursa wieder abziehen, zum Beispiel. Machen wir das doch mal so. Genau. Und jetzt siehst du, wir haben auch nur noch 2 Frachter zur Verfügung, weil jetzt gerade Ursa 1 sowohl Remastered so ein bisschen als auch Ursa 2 komplett beliefert. Mhm. Insofern relativ bald müssen wir dann schätzungsweise auch eine neue Frachterflotte bauen. Aber jetzt eigentlich noch nicht. Wie viele Frachter sind da drin? 5. Okay, alles klar. Übrigens, ich würde dir auch raten, überall automatisierte Fabriken zu bauen, weil das einfach alles erleichtert. Und da merkst du schon, bei so wenigen Sachen, die wir bisher zur Verfügung haben, man muss da ganz schön gucken, was man wann und in welcher Reihenfolge dann
so produziert, ne? Ja, aber da sind wir ja gerade eigentlich guter Dinge und gut dabei. Ich möchte auch langsam, bevor wir die Folge beenden. Was wir gleich müssen. Genau, vielleicht schon mal wieder ein Kolonieschiff bauen. Oh ja, das macht die Sache mal etwas spannender. Und es wird eben auch nicht mehr so lange dauern, das fertigzustellen, wenn die automatisierte Fabrik erstmal da ist. Ein wunderbarer Traum. Ja. So, dann drücke ich jetzt trotzdem auf den Turn hier. Oh, mit diesen Eindrücken hinterlassen wir euch in die Nacht. Wie Jan auf Turn drückt. Ich bin gerade richtig aufgeregt. Ja, es ist kein Cliffhanger-Ende jetzt, ne? Ja. Macht nichts, schaltet wieder ein, dann werden wir nämlich auch in der nächsten Folge unsere Hosen ausziehen. Genau. Weißt du was, ich fange jetzt schon an. Oh Gott, nein! Der Weltraum-Aal, der ist wieder da. In diesem Sinne, macht's gut.